Die letzten Punkte wurden am vergangenen Sonntag, am Finaltag bei der 30. Uniqlo Wheelchair Tennis Tour auf dem Platz des BTTC Grün-Weiß gezählt. Die drei Sieger der jeweiligen Einzelspiele durften sich über eine ordentliche Summe Preisgeld und natürlich auch Punkte freuen. Ich habe diese Woche eine Menge Selbstbewusstsein getankt und weiß, ich kann mit den ganz Großen, die da jetzt aufspielen, nicht nur mithalten, sondern mehr als das, und ich gehöre da irgendwie auch hin, und es ist schon richtig, dass ich das spiele, und dieses Gefühl versuche ich mitzunehmen. Eine Menge Selbstbewusstsein konnten die Finalisten also tanken, das hat man auch deutlich sehen können. Der erst 15-jährige, nicht gesetzte Niederländer Niels Fink konnte sich gegen seinen letzten Quad-Konkurrenten Sam Schröder, Drittgesetzter und ebenfalls Niederländer, in hart umkämpften 3 Sätzen durchschlagen. Das Match gewann Fink, seiner Seite mit 2x6:4. Die Freudentränen des Spielers konnten wirklich nicht übersehen werden. Erste Set, ich habe echt alles gegeven, maar toen was Sam beter. En de tweede en derde set, toen heb ik net zo hard gestreden, maar toen scoorde ik de belangrijke punten. Beim Dameneinzel stand die an 1 gesetzte Marjolein Buys aus den Niederlanden der letzten Deutschen in der Partie verbliebenen Katharina Krüger gesetzt auf 2 gegenüber. Der erste Satz verlief für Krüger überraschend klar mit 6:0. Im zweiten Satz musste sich die gebürtige Berlinerin gegen die leicht angeschlagene Marjolein Buys härter durchsetzen, gewann das Match aber am Ende mit 6:4 für sich. Für mich war es ganz wichtig, dass ich loslege wie die Feuerwehr und schon mal ein Statement setze, dass ich da bin. Da war auch der 5-gesetzte Frederic Cataneo aus Frankreich. Er durfte gegen seinen spanischen Konkurrenten Daniel Zaversashi, 14. der Weltrangliste, im Herrenfinale spielen. Überraschend gewann der Franzose das Match 6:2 und im Tiebreak im zweiten 7:6 für sich. Der Spanier schlug im Halbfinale den topgesetzten Niederländer Maike Scheffers. Nach knapp 3 Stunden die Müdigkeit des Matches konnte man ihm noch ansehen und anmerken. Desto mehr freute sich dann aber Cataneo über seinen Sieg. I am so happy to win this week. It's my second time in Berlin. I remember I lost in the final in 2016. And this year I win, so I am so happy. Nicht nur Spieler und Zuschauer, sondern auch die Veranstalter waren mit der Turnierwoche rundum zufrieden. Wir hatten ein starkes Teilnehmerfeld, wir hatten tolles Wetter, die Rahmenbedingungen waren hervorragend, wir hatten viele Helfer, die uns hier unterstützt haben, und insofern rundum ein sehr, sehr positives Fazit. Wir gratulieren den Erstplatzierten herzlich zum verdienten Sieg und freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe der Uniqlo Wheelchair Tennis Tour.